Schön, dass ihr einschaltet zum neuen Video hier aus Mannheim. Klein Istanbul am Start, Black Angus am Start. Wir haben hier was ganz, 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 ganz Feines. Und zwar haben wir hier einen Black Angus Döner. Mit Sicherheit auch ein Black Angus Döner Teller und andere Black Angus Spezialitäten. Das klingt natürlich oder das schreit nach einem spitzen, heftigen Döner. Rein vom Potenzial her könnte das alles zerreißen. Kranke Scheiße, wir werden direkt rein. Gleich dunkel, hier sind wir am Platz, am Marktplatz. Schon öfter am Start gewesen. Ecke hier vorne nennt man auch Klein Istanbul. Viele, viele türkische Spezialitäten. Und jetzt seit neuestem auch, was heißt seit neuestem, ist schon ein paar Monate hier der Black Angus Döner. Also eins kann ich sagen, ich habe schon mal, das war eine Privatveranstaltung allerdings, habe ich einen Black Angus Döner gegessen, beziehungsweise das Fleisch war klassisch nicht Black Angus, sondern Black Angus Qualität. Was das auch immer heißen oder nicht, den hat mir jemand privat gezaubert. Das war Endlevel. Dieses Fett da drin und dieses Gesamtfeeling war Endlevel. Deshalb habe ich heute auch sehr große Hoffnung, dass das ein richtig heftiges Ding heute wird. Bist du Chef hier? Ja. Ich habe hier eine Doku sogar im Internet gesehen vor. Ja. Warst du da auch auf der Doku drauf? Seite. Ich habe das Gefühl, wir haben kein Wort voneinander verstanden gerade. Ihr seid Familienteam hier, ne? Ja. Guck mal, genauso könnt ihr einmal stehen bleiben. Das ist eine Familie. Band of Brothers. Rücken an Rücken. Obwohl ich euch hier alle gerade habe, ihr habt Black Angus Döner, ne? Black Angus. Aus Black Angus Fleisch? Alle Angus Fleisch. Alles Angus Fleisch. Würdet ihr sagen, bester Döner in Deutschland? Angus ist so. Angus. Bester Angus. Ja, alles klar. Oh, ein wunderschönes Restaurant habt ihr. Und hier ist direkt wie in der Fleischerei, das feiere ich auch immer sehr, das Feeling. Alles Angus, alles vom Angus, ne? Hat er eben nochmal gesagt. Ja, vernünftige Marmorierung hier vom Fleisch. Oh ja, der sieht nicht schlecht aus, der Döner. Wie so ein kleines Kind muss ich dran drehen. Wasser? Kann man aufmachen? Okay, bisschen Wasser, das ist auf. Kann man? Das Gefühl, ich habe jetzt schon 5 Minuten mit ihm geredet, aber ich glaube, wir verstehen immer gar nicht, was der andere von einem will. Geiles Brot haben die da alleine schon liegen. Richtig fett getränkt sieht das aus. Prächtig, prächtig. Ich werde 2 bis 3 Runden machen. Glaube ich, 2 bis 3 Runden. Safe natürlich Döner. Und ich glaube Iskender oder so. Boah, Iskender, ey. Das habe ich in der Türkei ja so geil gegessen, weil die Videos gesehen hat. Ja komm, wir nehmen einfach Iskender. Eine Runde Iskender vor. Ich bin bereit, Ilias. Ja, bist du auch bereit? Ja, gereicht. Okay. Riecht gut, du. Hier auch schön Salat, noch alles am Start. Soße, keine Ahnung, ob das eine Senfsoße ist. Guck mal, wie schön Medium das noch ist. Oh, geil. Sehr schön. Dann werde ich den so testen, mein Lieber. So, Runde 1 Iskender. Lange keinen Iskender mehr gegessen. Also ich liebe Iskender so sehr. Ich kann mir vorstellen, irgendwann sogar ein Ranking damit zu machen. Weil ich da ja auch die geilsten Spots in der Türkei in Istanbul gegessen habe. Also ich weiß wirklich, wie der Hase läuft bei Iskender. Sogar beim ersten Döner der Welt in Bursa. Liebe Türken, korrigiert mich. Mutterstadt des Iskenders sogar auch. Jetzt ist erstmal, wie gesagt, alles was sie haben, was Rind ist, ist vom Black Angus. Böse Röstung, böse zart, dann wird es böse lieblich.
Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich darf den Einfluss von Butter auch nicht unterschätzen. Kein Lammanteil, zumindest nicht schmeckbar. Gerade bei den türkischen Iskendern hast du immer schon deutlich gemerkt Lamm. Teilweise aber noch dezent, das ist auch für den europäischen Gaumen noch sehr genießbar, also wirklich genießbar war. Kann ich nicht mit gerechnet. Das könnte was werden, Leute. Brot haben sie noch unten hingelegt und Butter getoastet, Tomatensauce drüber. Ganz anders als die anderen Iskender, die ich gegessen habe. Tomatensauce, guter Zuckeranteil drin. Ihr müsst ja auch sehen, ein Dönerspieß ist so empfindlich von der Handhabung. Stellt zwei Dönerspieße nebeneinander, verschiedene. Der eine, der braucht von vornherein Feuer. Boom, du musst ihn von Anfang an geben, abschneiden, wieder Feuer. Der nächste, der daneben hängt, der braucht eine geschmeidige Hitze. Ganz langsam gleichbleibend, auch nie zu doll die Flamme. Braucht nicht mal so eine starke Röstung. Und jeweils der andere würde bei der Zubereitungsmethode, die der andere braucht, völlig kaputt gehen. Und bei dem hier war das Problem, das Fleisch wurde geröstet und einfach lange warm gehalten. Und das tat dem Fleisch nicht gut. Das ist der einzige Kritikpunkt am Fleisch heute. Das ist von der Optik, kenne ich diese Spieße und das schmeckst du dann halt auch leicht. Weshalb er, denke ich, jetzt bei der nächsten Runde... Ah, danke mein Lieber. Da hat er mir nochmal einmal nur Fleisch gebracht. Ich werde nochmal direkt probieren. Habt ihr eigentlich Hackanteil auch drin, leichten? Nein, ohne. Okay. Nur das auf Fisch schneidet es auf die Hand. Mm. Handarbeiten. Alle Handarbeit, ne? Ja. Wirklich super Fleisch. Super Fleisch, danke schön. Und wie gesagt, da denke ich, dass die nächste Runde noch besser wird. Das tut egal, welchen Spieß nicht gut, wenn der richtig kross ist und dann halt nicht abgeschnitten wird. Ich habe es am Anfang gleich gesehen, sage ich euch, das siehst du am Spieß. Es wird auch auf keinen Fall Jungbulle sein. Jungbulle ist oft einfach nicht so geschmacksintensiv. Da gibt es ja so viele Unterschiede, was Fleisch angeht. Da gibt es den Pferd, der extrem kernig ist. Es gibt auch lieblich sanftes Fleisch, das einfach trotzdem geilen Fleischgeschmack hat. Und das hier ist nicht so kernig, nicht so tief gehen, aber trotzdem einfach einen geilen Fleischgeschmack. Super Ding. Wir holen Döner jetzt. Boah, schön türkische Pizza habt ihr hier. Lahmacun. Lahmacun, ja. Lahmacun. Zitrone. Davon würde ich auch gleich eine nehmen noch. Ich mache nach Nägeln, ja. Und einen Döner würde ich nehmen jetzt. Ja, Rucola auch noch drauf. Stark. Burger macht ihr hier auch? Ach, ihr macht auch Burger? Ja, natürlich. Ja, dann nehme ich erstmal einen Burger und dann nehme ich Döner. Jetzt okay, Burger. Dann mache ich einen Burger erstmal. Boah, der hat einen guten Geruch. Kommt ja vom Holzkohlegrill, ne? Ist der für mich schon, oder? Ja. Ach, der ist schon für mich. Stark. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, wird nichts. Ich glaube, wird nichts. Es ist meistens in den türkischen Restaurants schwierig, einen guten Burger zu bekommen. Aber ich hoffe, das klappt. Übelst geilen Geruch, aber. Oh, der riecht so geil nach Grill. Macht ihr selber die Brote sogar? Ja. Ah, sogar die macht ihr selber. Stark. Ich habe den gerade angefasst. So geiler Rauchgeschmack, so geiler Grillgeschmack am Burger. Oh. Auch Black Angus Fleisch, ne? Ja. Mhm. Oh, das sieht auch lecker aus hier. Stark. Das könnten Sie gerne einpacken, wenn Sie wollen. Einpacken. Ja, gerne. Kennt ihr das, wenn ihr jemanden die ganze Zeit duzt und so tut, als wäre das euer Bruder? Auf einmal sieht sich ihn. Von jetzt auf gleich. Mann, Mann, Mann. Schönes Feeling eigentlich erstmal mit der Tomate, den Gurken, dem Salat. Ganz standardmäßiges Feeling. Man kennt es von irgendwelchen Billigburgern, man kennt es von High-End-Burgern. Das ist einfach dieser Mix, den man kennt. Das Fleisch ist heftig, muss man sagen. Man muss es sagen, das Fleisch ist heftig.
Es gibt ja einfach so unendlich viele Fleischgeschmäcker. Den Dönergeschmack finde ich hier in dem Fleisch wieder. Dann gibt es ja so viele Wege, so viele unterschiedliche Geschmäcker von Fleischteilen, von verschiedenen Züchtungen und. Es gibt dieses extrem kernige, was Pferd hat, was so richtig deftig in die Tiefe geht. Jungbullen, der eher schwach ist. Es gibt dieses Fleisch, was nach Wildnis schmeckt. Oder auch wie dieses hier, einfach lieblich. Schöner Fleischgeschmack, lieblich sanfter Geschmack. Leider geht dieser Grillgeschmack auch unter. Als ich das Fleisch berührt habe, meine Finger so ein bisschen abgesteckt habe, war da dieser heftige Grillgeschmack. Und auch als ich dran gerochen habe, der geht leider unter. Bewertung vom Iskender kriegt ihr später. Muss nochmal drüber nachdenken. Burger kann ich euch ganz einfach sagen. Alles self-made hier, das schmeckst du. Das ist ein leckerer Burger, aber das ist nicht deren Spezialgebiet. Der Bun ist nicht ausgefeilt. Salatmix, Standard, Soße. Hat jetzt auch mich nicht super gecatcht. Fleisch hat einen geilen Geschmack. Im Großen und Ganzen zusammengefasst, geile Zutaten. In der Umsetzung ist es aber nicht dein Fachgebiet. Von mir 6,3 Punkte. 6,3, der ist trotzdem echt lecker. Aber dafür fehlt noch zu viel, um da einen guten Burger draus zu machen. Wir gehen jetzt in die Dönerrunde. Guck mal, ihr seht, wie schön rosa das auf dem Ende ist. Ein Döner würde ich noch nehmen. Ein Döner? Ja. Ja, machen. Brot. Im Brot, ganz normal im Brot, ja. Oh nee, so eine Soße würde ich nicht reinnehmen bei Döner. Nee. Ich glaube, ich nehme nur Zwiebeln, Tomaten wirklich. Genau, nur Zwiebeln, Tomaten. Achso, brauchst du nicht einpacken, nämlich zum hier essen, ne? Ja, zum hier essen direkt. Vielleicht kannst du mir so eine Schale Soße noch mitgeben, ja, falls das doch mit besser ist. Perfekt. Danke, mein Lieber. Danke. So, die packen die doch mal schöner ein. Zur Not habe ich auch noch ein bisschen Soße hier, falls er das brauchen sollte. Das würde ich fühlen. Die klein gehackt und auch noch im Döner. Das werde ich gleich machen. Da ist der Kollege. Rein damit. Das Pulver tut dem gut, dass sie rangemacht haben. Leider muss man direkt sagen, das Brot wird dem Fleisch nicht gerecht. Brot ist ein bisschen pappig, ein bisschen zu trocken. Einfach zu dolle Standardbrot. Guckt euch den geilen Fleischbiss an. Zum Schluss hier beim Biss, das Brot löst sich förmlich auf. Du merkst gar nichts mehr vom Brot, du hast einfach nur ein Fleischbiss. Ich habe auch maximal viel Fleisch drauf, muss man dazu sagen. Guck mal, was ich jetzt mache. Geil. Das kennt man bei den original türkischen Dönern ja oft mit sauer Gurke und auch diesen grünen Paprika. Aber mit diesen ganz scharfen habe ich es noch nicht gesehen. Das sind ja etwas schärfere. Schöne Salznote, bei den Peperoni ist da drin. Sehr geil. Bisschen Soße mal drauf. Also Soße kannst du trinken, du schmeckst nichts mehr vom Fleisch dann. Jetzt merke ich endlich mal ein bisschen Zwiebel. Wir sehen uns draußen bei Bewertung. Boah, wir sind so weit, Leute, wir sind so weit. Direkt zur Bewertung. Iskender, kein großes Gerät, war eine 8. War ein stabiler Iskender-Teller. 8 von 10 Punkte. Wunderbar zum Döner. Das, was uns eigentlich so sehr interessiert. Erstmal generell Fazit zum Laden. Unbedingt testen. Gerade dieses Black Angus Fleisch, das hat einen einzigartigen Geschmack, den ich so nirgendwo anders gegessen habe. Also würde ich euch unbedingt raten, wenn ihr hier in Mannheim wohnt oder um Umgebung, unbedingt mal testen. Zum Döner. Das Wichtige beim Döner ist immer, dass jede Zutat sich mit den anderen ergänzt und nicht einfach nur so vorliegt, in dem Fall im Döner, sondern diese Zutaten müssen sich gegenseitig pushen. Eine Zutat muss wie ein Mitspieler den anderen stärker machen. Und das hat mir bei dem Döner gefehlt. Es war alles da, wie ich sonst auch immer esse, Tomate, Zwiebel, zum Schluss mit Soße gegessen, Brot und. Aber es waren einfach halt keine über 20 Jahre Erfahrung ausgeklügelten einzelnen Bestandteile, die sich perfekt ergänzen und perfekt zusammenpassen. Das war's nicht. Letztlich war das meiste vom Biss einfach Fleisch. Das Fleisch ist super, aber nicht Champions League. Deshalb 8,1 Punkte von mir für den Döner. Unbedingt aber testen. Ganz, ganz klasse Döner. Super Restaurant generell. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen oben knallen. Kommentar da, was ihr zum Video sagt, und dann sage ich bis zum nächsten Mal.